Hi Leute, nach langer Pause melde ich mich heute endlich mal wieder mit einem neuen Video. Und zwar zu dem gerade erschienenen Warp's Edge. Ist ein Kickstarter-Projekt gewesen von Renegade, ein Spiel von Scott Arms. Der hat ja viele kleine Spiele gemacht, vor allem, aber ganz vor allem die ganz, ganz kleinen, die Tiny Epic-Spiele. Und hier haben wir ein wunderschönes Solospiel von ihm, bei dem wir uns als junge Piloten durch das Weltall schlagen müssen. Wir wurden getrennt nach einem großen Kampf am Rande des Universums sozusagen von unserer Armee und befinden uns jetzt alleine auf weiter Flur und treffen plötzlich auf eine Alien-Armee, angeführt von einem Mutterschiff hier oben. Das hier ist unser Schiff, mit dem wir unterwegs sind. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir aus der Nummer rauskommen. Das Ganze hat ein bisschen was von Edge of Tomorrow. Ja, es gibt quasi immer wieder so Zeitsprünge, wo wir zurückspringen in der Zeit und hoffen, dass wir diesmal besser durch den ganzen Schlamassel durchkommen, weil beim letzten Mal sah es eher so aus, als würden wir draufgehen. Ja, das Ganze fängt damit an, dass wir uns erstmal ein Schiff raussuchen, mit dem wir kämpfen wollen, oder Mutterschiff, gegen das wir kämpfen wollen. Die Reihenfolge ist relativ wurscht. Es gibt mehrere Schiffe, mit denen wir fliegen können. Die Schiffe unterscheiden sich zum einen durch ihre Schilde, ja, wie viele Schilde sie haben, wie viele Hülle, also Hull, sie haben. Dann, wie viele Token sie in ihrem Hold speichern können und überhaupt, welche Special Token diesem Schiff zur Verfügung stehen. Es gibt hier immer 5 Token. In diesem Tray nachher. Die 4, die grau sind, das sind Token, die auch von anderen Schiffen unter Umständen verwendet werden. Also haben wir gerade mal ein Schiff. Zum Beispiel hier haben wir die Achilles. Und wenn wir genauer hinschauen, hat die zum Beispiel hier denselben P-Token wie wir. Aber jedes Schiff kommt auch mit einem ganz eigenen Token. Und das ist dieser gelbe hier. Den benutzt nur dieses einzelne Schiff. Ja, also Schiff suchen wir uns raus, stellen entsprechend die Marker für Schild und Hülle ein und wir müssen uns natürlich einen Gegner raussuchen. In diesem Fall habe ich mal die Hydra ausgewählt. Die Gegner kommen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Stufe 2 probiere ich heute mal. Stufe 1 habe ich überlebt. Mal gucken, wie es mit Stufe 2 aussieht. Es geht rauf bis Stufe 5 oder 6 irgendwo. Ich muss mal gucken. Auch diese sind doppelseitig, ne? Verschiedene Schiffe hier drauf, gegen die man antreten kann. Die Schiffe unterscheiden sich durch mehrere Faktoren. Zum einen wird durch das Mutterschiff bestimmt, wie das Deck der kleineren Gegner aussieht. Denn ich muss nicht nur gegen das Große kämpfen, sondern auch gegen viele kleine. Und hier zum Beispiel haben wir 4 leichte Gegner, 4 mittelschwere Gegner und 4 ganz schwere Gegner, die entsprechend der Schwierigkeitsstufe hier auch gestackt sind, also die ganz schweren unten, die ganz leichten oben. Dann hat dieses Schiff 3 Sektionen, die wir zerstören müssen. Ja, Ziel ist es natürlich, das Mutterschiff zu zerstören. Sobald wir das geschafft haben, haben wir gewonnen. Schaffen wir das nicht, weil entweder unser Schiff zerstört wird oder unsere Zeit, das sind hier diese Warps, das sind die Zeitsprünge, die wir machen können. Wenn da die Energie erschöpft ist, dann haben wir das Spiel verloren. Und natürlich hat jedes Schiff noch ein paar besondere Fähigkeiten. Eine wichtige Fähigkeit, bei der sich die Schiffe gerne unterscheiden, ist, ob die Schiffe angegriffen werden können und auch selber angreifen können, bevor alle Gegner in diesem Stapel besiegt sind, oder ob sie auch schon währenddessen jede Runde angegriffen werden können und selber angreifen. Dieses Schiff hier zum Beispiel greift jede Runde selber an und kann jede Runde auch selber angegriffen werden, ist also mittendrin im Geschehen und hält sich nicht zurück. Ja, andere Schiffe, Stufe 1 Schwierigkeit zum Beispiel, das Schiff, was hier, ja, da steht eben zum Beispiel, das kann nur angreifen und angegriffen werden, wenn es eben keine kleinen Gegner mehr gibt. So, aber wie schon gesagt, das hier ist mittendrin. Wichtige Fähigkeit, hier greift nur der mittlere Teil an. Der linke Teil macht das Reparieren von Schilden schwieriger. Der rechte Teil macht Level 1 Gegner etwas schwieriger, also diese gelben.
Man kann diese Fähigkeiten aber deaktivieren, indem man die einzelnen Bereiche stunt, also betäubt. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Gut, auf jeden Fall setzen wir unser Deck von Karten entsprechend hier zusammen. Dann für unser Schiff bekommen wir immer die gleichen 10 Start-Token, ja, plus einen von den gelben Token von unserem Schiff. Das ist unsere Starthand sozusagen. Die kommen alle in den Beutel, denn es handelt sich hier um ein Backbuilding-Spiel. Dementsprechend braucht man natürlich auch einen Beutel dafür. So, dann kriegen wir ganz am Anfang noch eine Fähigkeit. Dürfen wir uns aus 2 Fähigkeiten raussuchen. Mal schauen, was haben wir denn hier? Es gibt Fähigkeiten, die kann ich einmal pro Warp einsetzen. Und es gibt Fähigkeiten, die aktivieren sich dauerhaft. Die haben dann hier so einen roten Rand, glaube ich, drum. Also hier haben wir keine dauerhaften Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Also hier brauche ich ein Ausweichmanöver, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Refresh one exhausted skill card. Also damit kann ich eine andere Karte, die ich diesen Warp schon benutzt habe, wieder reaktivieren. Ist jetzt in der ersten Runde nicht so spannend vielleicht. Und hier kann ich mit einer Energie 3 weitere Token aus meinem Beutel ziehen. Ja, das klingt deutlich interessanter. Zumindest jetzt für den Anfang. Nehmen wir mal das. Die Fähigkeit von meinem großen, schweren Schiff ist übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe, dass ich schlechter ausweichen kann allen Schiffen. Was das bedeutet, seht ihr jetzt. Zu Beginn ziehe ich erstmal 5 Token. Dazu müssen wir natürlich erstmal gut durchmischen. So, 1, 2, 3. Na, einer, zwei. Oh, das ist sehr gut. Ich habe gleich meinen Spezialtoken gezogen. Das ist sehr praktisch bei diesem Schiff. Und dann werden 4 Gegner aufgedeckt. Da wir ja wissen, die oberen 4 sind alle gelb, können jetzt auch nur gelbe Gegner kommen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Okay, bei den Gegnern. Was haben die für Fähigkeiten? Die haben 2 Werte hier oben, und zwar entweder wie viele Laser ich benötige, um ein Schiff zu zerstören, oder wie viele Ausweichmanöver ich brauche, um einem Schiff zu entkommen. Ja, wie schon gesagt, mein Schiff hier sagt, erhöhe diesen Wert um 1, um dem Schiff zu entkommen, denn das Schiff ist groß und schwerfällig. Und die Fähigkeit von diesem Schiff sagt, solange diese rechte Seite aktiv ist, sind beide Werte bei gelben Schiffen nochmal um 1 erhöht. Also es ist noch schwieriger, die zu zerstören bzw. ihnen auszuweichen. Wenn ich das aber schaffe, wenn ich das Schiff zerstöre, bekomme ich so einen Token in meinen Beutel, also einen Ausweichtoken. Wenn ich dem Schiff ausweiche, bekomme ich einen Energietoken in meinen Beutel. Wenn ich dem Schiff gar nichts mache in der Runde und es greift nachher an, dann macht das Schiff mir hier einen Schaden, hier das macht 2 Schaden, also das sind diese Schadenssymbole eben. Das wollen wir aber nicht hoffen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie wir das verhindern können. Erster Punkt, wie ich das verhindern kann, dass mein Schiff Schaden macht, ist, dass ich es vor allem einmal stunne, also betäube. Ja, das passiert, indem ich ihm entweder einen Laser zuweise oder ein Ausweichmanöver zuweise. Ja, sobald ich das gemacht habe, dann kommen die hier unten hin, dann weiß ich, in dieser Runde macht mir das Schiff keinen Schaden. Für nächste Runde wandert er hier nach oben, das heißt, der Schaden bleibt erhalten, aber nächste Runde kann es wieder angreifen. Ja. Eine Besonderheit hier bei diesem Schiff, das ist aus der Erweiterung, es gibt auch hier so eine kleine Erweiterung dazu, die Viren Expansion. Und die haben eine Besonderheit, die kann man nicht mit Laser bekämpfen, sondern die kann man mit Energie bekämpfen und mit Energie betäuben und nicht mit Lasern. Ansonsten funktionieren die aber genauso wie die anderen. Okay, so, also wie schon gesagt, Ausweichmanöver, Laser, Energie. Energie kann ich benutzen, nicht nur für solche speziellen Schiffe, sondern ich kann Energie benutzen, um mir weitere Token zu kaufen. Also hier steht immer, wie viel die kosten. Einer Laser kostet 1, 2er 2, 3er 3. Die Energietoken kosten jeweils 1 mehr als ihr Wert. Und ich kann natürlich auch hier diese Spezialtoken kaufen. Die kosten alle 3 und die Ausweichmanöver kosten auch 2.
Außerdem kann ich mit Energie meine Schilde reparieren. Ja, wenn ich mal hier Schaden bekommen habe, meine Schilde verloren habe, für eine Energie kann ich meine Schilde normalerweise um 2 reparieren. Solange dieser linke Teil hier aktiv ist, kann ich sie nur um 1 reparieren pro Energie, dass ich dafür ausgebe. Und ja, Energie kann ich natürlich auch benutzen, um hier Fähigkeiten zu aktivieren. Und ich würde sagen, das ist eine nette Fähigkeit. Ich gebe eine Energie aus. Jetzt ist die Fähigkeit aktiv. Ich habe die Kosten dafür bezahlt und ich kann sie entweder in diesem Zug oder in einem späteren Zug, aber in diesem Warp, in dieser aktuellen Realität, sage ich mal, einsetzen. Und ich mache das gleich. Das heißt, dann kommt der Token weg. Die Fähigkeit hier wird um 90 Grad gedreht. Die kann ich erst im nächsten Warp wieder einsetzen. Und ich bekomme 3 Token dazu. 1, 2, 3. Okay, haben wir noch ein bisschen Laser dazu bekommen. Und dann würde ich sagen, gebe ich mal diesen Token hier gleich aus. Der Token besagt, es gibt ja übrigens für diese ganzen Spezialtoken natürlich eine nette Übersicht, was die machen. Der wird komplett aus dem Spiel entfernt. Ich lege die entfernten Token einfach mal da oben hin. Und ich darf mir jetzt 4 Token aus dem Vorrat nehmen. Und zwar eine beliebige Kombination aus einer Laser, einer Energie und einem Ausweichen. Also diese ganzen Einer-Token im Endeffekt. Davon darf ich mir 4 Stück nehmen. Und da ich für diesen rechten Teil, der wirklich nervig ist, 4 Ausweichmanöver benötige. Ah, warte mal. Ich brauche natürlich 5 Ausweichmanöver, weil das ja meine spezielle Fähigkeit ist. Dann nehme ich vielleicht einfach 3 davon, weil dann bin ich den oberen Teil gleich los. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Dumm, dumm, dumm. Wie viel haben wir denn da noch drin? Also ich darf nie reingucken, was ich noch drin habe. Ich darf aber immer gucken, wie viel ich noch drin habe. Da sind noch 3 drin. Warte mal, dann machen wir das nochmal kurz andersrum. Dann mache ich das jetzt erstmal so. Ich gebe mal einen aus. Damit ist dieser Teil auf jeden Fall schon mal gestunt und damit nicht mehr aktiv. Und dann gebe ich 3 Laser aus, um den hier zu zerstören. Ja, genau. Ich gebe die 3 Laser aus, um den zu zerstören. Ich darf die Feinde in beliebiger Reihenfolge angreifen, weil der hat nämlich als Fähigkeit hier, wenn man ihn zerstört, bekomme ich keine Token neu dazu in meinen Beutel, sondern ich darf 3 Token aus meinem Beutel ziehen. Und dann machen wir das jetzt einfach. Und dann ziehe ich gerade die letzten 3. Und oh Wunder, ist noch ein Ausweichen dabei, ein 2er Laser und ein 2er Energie. Das ist doch sehr schön. Den 2er Energie kann ich verwenden, um den hier zu zerstören. Dann bekomme ich einen 2er Laser in meinen Beutel. Zack. So, und dann habe ich noch einen 2er Laser und jetzt kann ich den Token hier ausgeben, um mir weitere Token dazu zu nehmen. Das heißt, also hier käme ich schon auf 3, dann nehmen wir noch 2 dazu, sind wir bei 4, 5 und ich darf noch 2 weitere Token nehmen. Ich nehme noch einen Laser und ich glaube, ich nehme noch einen Energie, oder? Ich nehme noch einen Laser. Ich nehme 2 einer Laser noch dazu. Oder? Ah. Ne, ich nehme Energie dazu. Ich glaube, ich mache das mal so rum. Oder? Ja. Ja, ich mache das mal so rum. Und dann schauen wir mal. Also, den Teil hier oben habe ich komplett zerstört. Das ist gut, denn der nervt und der bleibt dauerhaft zerstört. Das ist noch viel wichtiger. So,
Ach so. Jetzt kriege ich natürlich noch von dem Schiff eins mit, weil das greift mich ja auch an. Vielleicht nehme ich doch keinen einer Energie, sondern noch einen einer Laser. So, das heißt, ich habe zwei einer Laser und zwei einer Dings mitgenommen. Na, Ausweichmanöver, Evades. Und dann verteile ich das einfach so. Und den behalte ich hier und gebe ihn gar nicht aus. Ja, ich mache das mal so. Mal gucken, wie das funktioniert. So, nachdem ich alle meine Token jetzt endlich mal assigned habe und nichts mehr machen kann, wie schon gesagt, ich kann hier bis zu meinem Hold-Maximum, das ist bei dem Schiff eine 4, an Token aufheben für den nächsten Turn, beziehungsweise auch für den nächsten Warp, falls es zum nächsten Warp kommen sollte. Den hebe ich mir auf. Und jetzt gehen wir die Feinde von links nach rechts durch. Der hier hat einen Schaden bekommen, kann also nicht angreifen, weil er gestunt ist. Der Schaden wandert dann nach oben, das heißt, der hat immer noch den einen Schaden bekommen, aber nächste Runde könnte er angreifen. Das gleiche bei dem mit dem Zweierlaser. Und dann hier im Mutterschiff genauso. Linker Teil macht nichts. Rechter Teil, mittlerer Teil ist gestunt. Rechter Teil ist kaputt. So, dann haben wir das alles abgehandelt. Und am Ende des Zuges ziehe ich 5 neue Token. Aber in dem Beutel ist nur noch einer drin. Und wenn ich keine 5 Token mehr ziehen kann, dann ist der Warp automatisch beendet. Wenn der Warp automatisch beendet ist, dann kommen wir in den nächsten. Das heißt, der Marker wandert eins vor. Alle Token, die nicht komplett aus dem Spiel sind, wie der da oben, wandern zurück in meinen Beutel. Und die Token im Hold, die bleiben mir erhalten. Alle Feinde, die jemals rausgekommen sind, egal welche Farbe sie haben, werden jetzt einfach alle zusammengemischt. Ja, das heißt, dann habe ich nicht mehr diese schöne Sortierung nach die leichten oben und die schweren unten, wenn ich schon mehr schwere Feinde hatte. Und dann kommen die einfach wieder da drauf. Kompletter Reset sozusagen. Und ich darf zwei neue Karten ziehen. Alle Skills, die ich hatte, werden reaktiviert und darf mir wieder einen raussuchen. So, was haben wir denn hier? Evade one enemy, but do not gain the evade reward. Das heißt, ich kann einem entkommen, bekomme aber eben, wie schon gesagt, nicht die Token oder was auch immer der dafür gibt. Oder hier für zwei Evade, prevent all damage this turn. Das klingt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme mal den mit dem Ausweichen. So. Machen wir das mal so. Und dann, wenn natürlich vorher passiert, also als allererstes. Ja, wobei ich glaube, die Fähigkeiten ziehe ich vorher. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall ziehe ich jetzt 5 neue Token. So. 1, 2, 3, 4. 5. Und jetzt habe ich natürlich wesentlich mehr Token in meinem Beutel als vorher. Vor allem auch deswegen. Und das heißt, dieser Warp wird jetzt etwas länger vermutlich dauern als der vorherige. Und dann decke ich wieder 4 Feinde auf. Und oh Wunder, das sind genau die gleichen Feinde wie vorher, nur in einer anderen Reihenfolge. Aber da hat sich jetzt natürlich nicht so viel geändert. So, und dann geht das Spiel von vorne los. Und ich würde sagen, apropos von vorne losgehen, ich gebe hier gleich mal wieder einen aus, um noch 3 Token zu ziehen. Denn die Fähigkeit finde ich ganz praktisch. Okay, so, und dann können wir mal schauen, was wir jetzt so zerstören wollen. Ich finde auf jeden Fall schon mal gut, den hier wieder mit einem Zweier Energie zu zerstören. Kriegt dafür einen Zweier Laser da rein. Dann habe ich hier insgesamt 3 Evades. So, das heißt, mit denen könnte ich dem ausweichen. Zum Beispiel, also man könnte ich jedem von denen ausweichen. Das ist nicht ganz uninteressant.
Könnt einen von den Kleinen auch zerstören. Kann man natürlich auch überlegen, den zu zerstören. Aber ich könnte noch ein bisschen mehr Energie in meinem Beutel brauchen. Der hier gibt nur einer. Vielleicht mache ich das einfach mal erstmal so. Komm, ich habe ja ein paar Evades da drin. Ich gebe die drei aus, um dem zu entkommen. Bekomme einen Energie und einen einer Laser in meinen Beutel. Und dann mache ich das jetzt einfach erstmal so. Ich gebe dem einen Schaden und dem einen Schaden. Und den Zweier hebe ich mir einfach mal auf und gucke dann nächste Runde, was dann noch so kommt. Ja, so machen wir das mal. Also, mein Zug ist fertig. Der greift nicht an, weil er betäubt ist. Der greift nicht an, weil er betäubt ist. Und der Teil greift auch nicht an, weil er betäubt ist. Ende meines Zuges ziehe ich 5 neue Token. 1, 2, 3, 4. 5. Und dann kommen neue Feinde raus. Und jetzt kommen eben hier die orangenen Feinde langsam. Ja, und da wird es nämlich ganz interessant. Der hier zum Beispiel hat als Belohnung, ich darf mir einen R-Token nehmen. Das heißt, ich gucke hier, Power steht hier, R ist der letzte Token. Das ist sogar mein Spezialtoken. Also den möchte ich eigentlich ganz gerne mit Lasern zerstören. Problem ist, der kann nicht von Lasern gestunt werden und der braucht 6, um zerstört zu werden. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Vor allem mit dem, was ich aktuell so zur Verfügung habe. Da komme ich nämlich nur auf 4. Okay, dann schauen wir doch mal, wie viele Token haben wir denn noch da drin? Ne, das ist nur der Aufdruck. 1, 2, 3, 4. Komm, reinfassen. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wenn ich nicht mindestens einen Token da reinpacke, komme ich nicht nochmal dazu, noch eine Runde zu machen. Das wäre natürlich nicht so schön, weil ich will ja eigentlich noch ein paar Token mitnehmen. Okay, dementsprechend würde ich sagen, müssen wir irgendwas hier loswerden. Ich könnte natürlich hier auch ein Evade nutzen, um einem Feind auszuweichen. Das heißt, ich habe 4 Token für 5 Probleme. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich würde sagen, ich mache den da mal kaputt. So, weil das gibt mir noch einen Laser. Damit ich mehr Schaden zusammenkriege. Da ich die Hoffnung habe, also den kann ich nicht mit Lasern stunnen. Ugh. Das ist natürlich hässlich. Das ist natürlich ganz hässlich. Mache ich da. Gut, ich glaube, den ignoriere ich einfach mal und nehme mir den einen Schaden. Das ist okay. Und dann habe ich noch 3 Token, um die zuzuweisen für die anderen. Das ist wirklich fraglich, ob ich es schaffe, den kaputt zu machen. Den 2 weiche ich aus, dem gebe ich den Schaden mit. Oder lasse ich mich 2-mal treffen und hebe mir dafür einen auf. Gute Frage. 2 Energie würde ich mir, glaube ich, nochmal aufheben. In der Hoffnung. Oder? Ne, ich gebe die 2 Energie aus, um mir noch einen 2er Laser zu kaufen. Schmeiß mal da rein. Ja, wir probieren das mal so. Okay, also, der hier macht mir keinen Schaden, denn der ist gestunt.
Der macht mir keinen Schaden, weil dem bin ich ausgewichen. Der hier macht mir einen Schaden. Der geht auf meine Hülle, auf meine Schilde, Entschuldigung. Immer wenn ich Schaden auf meinen Schilden bekomme, muss ich einen Token dauerhaft aus dem Spiel entfernen. So, ausweichen. Will ich weniger ausweichen oder weniger Energie? Ich schmeiß mal Energie. Ausweichen ist halt ganz gut, um die Feinde zu betäuben. Ja, ich schmeiß mal ein Ausweichen raus. Mal so ein Beißen. Egal. Gut, weil ausweichen kann ich eh nicht so gut. Ist eh nicht so interessant. Okay. Und ja, der Teil hier oben macht mir keinen Schaden, denn dem bin ich ausgewichen. Es kommen erstmal 5 neue Token. Erstmal gut durchmischen. So. Okay, 3 Einer. Und 2 Zweier. Na, immerhin. So, und dann haben wir noch einen ganz großen gezogen. This enemy cannot be attacked by value 1 lasers. Ich merke gerade, das war, glaube ich, einfach eine blöde Idee, überhaupt noch einen Zug machen zu wollen. Weil jetzt kriege ich ja bös eine mit. War gar nicht so schlau. Wenn ich mir das so überlege. Aber okay. Naja, ich habe 5 Token. Im Endeffekt kann ich das machen. Ich kann das machen. Das, das und das. So, dann habe ich alle gestunt. Und den habe ich sogar zerstört. Krieg noch einen Evade wieder rein. Ja, das war nicht so die schlauste Idee, glaube ich. Auf jeden Fall kriege ich keinen Schaden. Ach nee, Der kann nicht von Lasern gestunt werden. Ich krieg sehr wohl Schaden. Autsch. Warte mal. So. Einmal Kommando zurück. Andersrum. Der hatte den Einer da. Muss ich den Einer Ausweichmanöver wieder raussuchen. So. Der hatte ja das Problem, dass er nicht gestunt werden kann von Lasern. Das ist hässlich. Das ist ganz hässlich. Das heißt, was ich machen könnte, wäre jetzt hier sowas. Ich mache dem 6 Schaden. Dann kriege ich aber 5. Das klingt auch nicht viel besser. Das klingt auch nicht viel besser. Nee. Gut. Also, bleibt dabei. Wir machen den kaputt. Wir machen den kaputt. Und den kann ich mir dann auch schenken. Den brauche ich dann da auch nicht hinlegen, ne? Also. Nee, das war nicht so schlau. Ich hätte besser den Warp abgebrochen. So, ich krieg 3 Schaden. Ich verliere noch einen Schild und 2 Hülle. Da ich noch einen Schild verloren habe, muss ich noch einen Token loswerden. Ja, ich glaube, ich werde jetzt noch einen Energy Token los. Und dann habe ich keine 5 Token mehr hier drin, sondern nur noch 2. Und damit ist dieser Warp auch schon wieder vorbei. Die packen wir alle wieder ein. Komm her. Alle da rein. Das war nicht so schlau gespielt, glaube ich. So, wie schon gesagt, alle Feinde, egal welche Farbe, jetzt alle gemischt. Und kommen hier oben drauf. Nächster Warp. Noch 2 Fähigkeiten zum Aussuchen. Split Laser. This card counts as 1 laser against each target, but cannot stun. Also einen Schaden gegen jeden. Bis zum Ende der Runde. Leider auch nur. Und kostet einen Laser. Und hier, ich kann Energy Tokens benutzen, als wären sie Laser.
Klingt auch interessant. Ich glaube, ich gehe aber eher auf diesen einen Schaden. Erstens habe ich eh nicht so viel Energie. Und zweitens heißt das auch gegen den da oben. Apropos, ich habe nicht so viel Energie. Ich brauche Energie, um die linke Seite kaputt zu kriegen. Das könnte noch interessant werden. So, dann brauchen wir 5 neue Token. 1, 2, 3, 4. Oh, ganz viel Laser. 5. Oh, nur Laser. Dann hoffe ich mal, dass jetzt nicht der kommt, den man mit Laser nicht stunnen kann. Cannot be attacked by value 1 Lasers. Das ist okay. Okay, dann haben wir ihn nicht gekriegt. Das ist in Ordnung. Dann kann ich ja loslegen. So, hier kriege ich einen O-Token. Der O-Token ist ein Outmaneuver. Der ist nur einseitig bedruckt. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Fehler, aber nee, der wird einfach wie eine Münze geflippt. Und je nachdem, welche Seite oben landet, zählt er entweder wie, was, wie 3 ausweichen oder wie 0 ausweichen, aber zumindest dann. Ja, das ist dieser O-Token, den man da bekommen kann. Okay, was haben wir noch? 3 Token ziehen. Hier bekomme ich plus 3 Schild, wenn ich den besiege, und einen Ausweichen. Okay, das heißt, ich will auf jeden Fall einen Value 2 Laser für den da haben, damit er mich nicht angreifen kann. Dem würde ich eigentlich ganz gerne ausweichen, um mal ein bisschen mehr Energie hier reinzukriegen. Bei dem potenziell auch, aber den kann ich auch zerstören, weil dann kann ich wieder 3 Token noch ziehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Vielleicht ziehe ich ja 2 Ausweichen-Token. 1, 2, 3. Ja, da sind schon 2. Ach nee, ich brauche ja 3. Ja, verdammt. Naja, egal. Ich weiche dem mal so aus. Und die 2 könnte ich mir mal aufheben. Ich mache mal den Zweier dahin und den Einer dahin. Ja. Ich mache das mal so. Die sind da. Das heißt, ich bekomme keinen Schaden. Alle sind abgedeckt. Und wir legen die mal alle hoch. Neue Karte. Ah ja, jetzt haben wir den, der nicht von Lasern gestunt werden kann. Richtig. Und ich krieg noch 5 neue Chips. Okay, auch ganz viel ausweichen, das ist gut. Und ich habe jetzt natürlich noch diese 3 Chips. Also in dieser Phase hier, in der Action Phase, kann ich beliebig in oder aus meinem Hold Chips packen. Das heißt, ich könnte sogar dem hier komplett ausweichen, wenn ich das wollte. Will ich aber, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, was haben wir denn? Also ich könnte einen Energie noch ausgeben, um hier noch 3 Token zu ziehen. Sind noch genug Token drin auf jeden Fall, um das zu machen. Die Frage ist, will ich vorher den Zweier Energie da reinpacken? Nee, ich mache das erstmal. Ich ziehe erstmal noch 3 Token. Noch 3 einfache Laser. Ich benutze ein Ausweichen für meinen Dazzling Flare und weiche dem hier einfach komplett aus, weil der ist doof. Ach nee, Quatsch, Moment. Der hat ja das mit dem R-Token. Ja gut, aber ich muss mich entscheiden. Also hier habe ich schon 2 Schaden drauf. 4, 5, 6, 7. Das heißt, den könnte ich kaputt machen. Ich da noch einen drauf setze, mache ich den auch noch mit kaputt. Und dann könnte ich hier 2 davon
So. Und dann könnte ich dem ausweichen. Haben wir noch 1, 2, das wird für keinen weiteren Warp reichen. Ist egal, dann kann ich dem auch einfach, ich weiche den mal hier rüber aus. Also, den tun wir weg. Den haben wir damit erledigt. So, 2, 4, dann sind wir bei 6. Ich gebe einen Laser aus für meinen alle Ziele kriegen einen Laserschaden. Den einer packen wir da rein. Das heißt, der mittlere Teil hier hat 7 Schaden, ist zerstört. Rums. Sehr gut. Dann brauche ich eigentlich nur noch genug Energie, um die linke Seite zu zerstören. Der hier hat 2, 3 Schaden, ist auch zerstört. Gibt mir noch einen Laser. Der hier ist ausgewichen. Das heißt, gibt mir noch 2er Energie und der ist einfach gestunt. Der einer Laserschaden ist ihm sowieso egal, weil er keinen Schaden von einer Lasern bekommen kann. Und dann müssen wir nachziehen und haben jetzt hoffentlich keine 5 mehr. Ne, es sind nur noch 4. Nichts mehr drin. Das heißt, wir kommen in den letzten Warp. So, letzte Chance. Auch noch die linke, der ist in meinem Hold. Auch noch die linke Seite kaputt zu kriegen. Aber jetzt haben wir das Leben auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück einfacher, wo die anderen 2 Seiten kaputt sind. Also, da ist noch einer. Wir kriegen 2 neue Fähigkeiten. So, oh, das klingt gar nicht so schlecht. Token, die ich kaufe diese Runde, gehen direkt in meinen Pool. Auf der anderen Seite will ich keine mehr kaufen, weil ich brauche meine Energie. Den kaputt zu machen. Und hier Ziele brauchen ein Manöver weniger, um ihnen diese Runde auszuweichen. Ja, das hilft mir erst recht nichts, weil meine Energie will ich ja nicht dafür ausgeben. Ja, sind mir beide eigentlich ziemlich egal, die Fähigkeiten. Die mischen wir jetzt einfach nochmal. So, alles wieder oben drauf. 5 Token ziehen. Und 2, 3, 4. Und keine Energie. Aha, eine Energie. Immerhin. 1, 2, 3. Und Nummer 4. Ups. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn so von Interesse? Also die Energie will ich mir eigentlich aufheben für diese Seite. Wenn ich dem ausweiche, kriege ich noch ein 2er Energie dazu. Das klingt gut. Herzlich willkommen im Team. Da brauche ich einen 2er Laser, damit ich ihm überhaupt Schaden machen kann. Und die beiden bekommen jeweils einen 1er und den 2er hebe ich mir auf für nächste Runde. Für den. Gut, also, betäubt, 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 macht keinen Schaden mehr. Sehr gut, so kann es weitergehen. Nächste Runde. 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist immer noch ziemlich wenig Energie und ziemlich wenig Ausweichen, das gefällt mir auch nicht. So, also. Und 2er hier. Wenn ich dem jetzt noch einen 2er mitgebe, ist er gleich kaputt. Wäre auch eine Möglichkeit. So, dem wollen wir wieder ausweichen. Das Problem ist, wenn ich denen jetzt so viel Schaden mache, es kommen ja nur schwerere Gegner eigentlich dazu. Dem einen. So, wie heißt denn das hier? Counts as one laser against each target, but cannot stun. This effect lasts until the end of turn. Okay.
Also der macht jedem Gegner einen Laserschaden, aber ohne zu stunnen. Das heißt, ich könnte dem auch noch so einen mitgeben, um ihn zu stunnen. Und wenn ich dann diese Fähigkeit aktiviere, ist der und der kaputt. Dann machen wir das doch einfach so. Ist die Frage, will ich die kaputt machen? Eigentlich nicht. Ich kann das eigentlich auch nächste Runde noch machen. Mit dem einen Schaden. Ich mache das so. Ja, den da machen wir kaputt. Das gibt mir ein O in den Beutel. Der ist gestunt, der ist gestunt und der ist gestunt. Und die Token behalte ich und dann kann es weitergehen. Das heißt, erstmal 5 neue Token. Wieder gut mischen. 1, 2, 3, 4. Sag mal, ich habe doch da noch Energie drin, oder? Ich hoffe es. Sonst wird es schwierig. So. Und da kommt ein neuer hin. Oh, der hat ein R, wenn ich ihn zerstöre. Das ist natürlich interessant. Okay. Wir machen das mal so. Ich mache jedem einen Schaden. Das heißt, der geht drauf, gibt mir einen Laser. Bei den anderen beiden merken wir uns. Ah, warte mal. Bevor ich das mache, gebe ich dem hier noch seinen dritten Ausweichmanöver mit und kriege einen Zweier Energie da rein. Und dann geht der noch drauf. Und jetzt darf ich 3 Token ziehen. So. Ah, da ist meine Energie. So, jetzt sind wir schon bei 5 Energie. Wir kommen der Sache näher. Aber das reicht noch nicht. Was haben wir? Also der hat einen Schaden schon mal hier durch den. 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, den könnte ich komplett zerstören. 1, 2, 3, 4, 5 plus den einen sind wir bei 6. Ja, das machen wir. Und dann kriege ich noch ein R in den Beutel. Jetzt hoffe ich, dass ich genug Token da drin habe. Ich glaube schon. Den heben wir uns auf. Das sind 4 Stück. So viele darf ich haben. Und dann schauen wir mal. Also erst 5 Token ziehen. So, sehr gut, da ist er. Aber da sind auch die anderen, von daher ist es egal. 1, 2, 3, 4 und im Endeffekt kann ich dem 6 Energie zuweisen und kann das Mutterschiff zerstören. So, für den Spaß könnte ich die anderen jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen kaputt machen, aber muss ja gar nicht sein. Ich habe das Spiel gewonnen und ja, lief dann hinten raus doch gar nicht mehr so schlecht. Ja, ich denke, ihr habt das Spiel soweit verstanden. Hier an den schweren Feinden, dass ihr die wenigstens mal noch gesehen habt. Da gibt es natürlich dann auch öfter mal Power-Token oder ich darf mir einen beliebigen Power-Token nehmen. Natürlich auch 3er Laser, 3er Energie und so weiter. Ich kann auch mal Token aus meinem Discard, hier bei dem kann ich 2 Token aus meinem Discard wieder in den Beutel schmeißen. Ja, aber die sind natürlich auch hier mit 8, 9 Lasern oder 3, 4 Ausweichen deutlich schwieriger. Ja, oder es gibt hier auch mal welche, die machen dann irgendwie super viel Schaden auf die Schilde oder umgehen die Schilde mit ihrem Schaden, wie auch immer. Ja, oder hier 4 Schaden überhaupt. Tut natürlich richtig weh. Ja, insgesamt gibt es noch jede Menge mehr Gegner, gerade wie schon gesagt, da sind jetzt auch die Karten von der Erweiterung dabei, wobei die Erweiterung bringt, glaube ich, 2 neue rote, 2 neue orange und 2 neue gelbe mit dazu. Aber es gibt genug Variationen, so oder so, in dem Spiel. Ja, kommen wir erstmal aufs Material zu sprechen. Wie schon gesagt, das hier ist jetzt die Kickstarter-Variante mit allem drum und dran. Die Karten
Ja, sind natürlich schon in Sleeves, haben keinen Linnenfinish, sind aber völlig in Ordnung. Also von der Qualität her durchaus okay. Die normale Ausgabe kommt eben mit Standard-Pappmarkern, auch von der Dicke her ziemlich guter Standard, würde ich sagen. Auch da kann man sich sicherlich nicht beschweren drüber. Ich finde es auf jeden Fall super, dass man schon im Grundspiel vier Fighter zur Auswahl hat. Ich weiß nicht, ob ich es richtig habe. Ja, das ist sogar das vom Grundspiel noch. Die andere Seite. Und ich glaube sechs Mutterschiffe. Also insgesamt mit der Erweiterung sind es dann. Ah ne, nicht sechs, sondern fünf. Weil das hier ist ein zweiseitiges. Aber im Endeffekt hat man dann sieben, mit Erweiterung sieben Mutterschiffe, gegen die man kämpfen kann. Vier verschiedene, beziehungsweise mit Erweiterung sechs verschiedene Schiffe, mit denen man fliegen kann. Und eine Unzahl an, Unmenge an Feinden, gegen die man kämpfen kann. Also da ist auf jeden Fall genug Varianz drin. Die Trays hier, ja, ist jetzt nichts super Außergewöhnliches, ne? Bisschen Plastik. Sind aber natürlich super praktisch. Zum Aufbewahren ist hier unten auch noch so was drin in der Packung. Also Aufbewahrung ist wirklich kein Problem. Und finde es super, dass man die rausnehmen kann. Die haben auch Deckel, besonders gut, dass eben nicht alles dann in der Packung rumfliegt. Ja. Was natürlich nicht bei der Standardversion dabei ist, ist die Playmat. Ja. Und sind diese Plastikchips. Ja, also das sind Kickstarter-Extras, kommen dann eben auch in diesen entsprechenden Packungen, also hier die Token und die Playmat natürlich. Ups, ich komme heute dauernd gegen meine Kameras, tut mir leid. Die Playmat, gerade nochmal da runtergenommen, dass man das sieht. Die ist echt super gemacht, die ist hier auch vernäht am Rand, ne? Hintergrund so Mauspad-Material. Also sieht fantastisch aus, fühlt sich super an, überhaupt keine Beschwerden. Die Chips fühlen sich an sich von der Benutzung her auch super an. Leider gab es ein kleines Qualitätsproblem. Warte mal, ich habe mal so ein paar Beispiele. Leider sind ein paar von denen nämlich beschädigt angekommen. So, also hier seht ihr, das ist dann schon so abgekratzt. Na, oder hier hatte ich es genau da, solche Fehler. Bei manchen sieht man es auch nur so ein ganz kleines bisschen. Also es ist wirklich in unterschiedlicher Menge und in unterschiedlichem Grad sind die Token leider an manchen Stellen nicht mehr ganz in Ordnung. Ich habe das bei Renegade, habe da Renegade schon angeschrieben, habe jetzt bisher nur eine erste Rückmeldung, dass das sozusagen aufgenommen wurde, weiß aber noch nicht, inwiefern sie da was machen können, werden wollen, wie auch immer. Sobald ich irgendwas von denen höre, poste ich das aber nochmal unter dem Video, schreibe das nochmal dazu. Ja, von daher, also mit diesem Status sozusagen, wie die Premium-Chips, wie sie heißen, so sind bei so vielen, die beschädigt sind, ist das meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Wenn sie da noch was machen, zumindest mal für die Zukunft, fände ich das in Ordnung. Ob ich da jetzt neue für kriege oder nicht, keine Ahnung. Ja. Muss man schauen. Ist kein Riesendrama, aber es ist natürlich schon schöner, wenn man sich auf schöne Chips freut, wenn man die auch kriegt. Einzige, diese kleinen Marker für Schild und Warp und so weiter, die sind sehr, sehr klein. Ja, also bei meinen kleinen, schmalen Fingern. Das ist natürlich jetzt nicht so die Art von Tokengröße, die ich mag, aber wer die Tiny Epic Games kennt, der kennt auch diese Art von Tokengröße. Von daher, ja, ist okay. Ja. Ist jetzt kein super, super duper Token in der Größe, aber ist völlig okay. Ja, vom Spielerischen her sozusagen. Ich finde das Spiel fantastisch, macht total Spaß. Ich hatte das auch vorher schon mal auf Tabletopia ausprobiert. Da gibt es quasi das, ich glaube, das war das allererste Mutterschiff, das hier, das man da spielen kann mit einem Standard-Fighter. Ich glaube, hier mit der Artemis. Das glaube ich, kann man das da mal ausprobieren, kann man schauen, ob es einem gefällt. Also mich haben damals die Videos von One Stop Co-op Shop und von dem
von Man vs. Meeple, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Habe mich total überzeugt schon. Das hat mir schon super gefallen. Und ja, jetzt das spielen zu können, also mir macht Spaß. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich finde es klasse. Ich freue mich schon drauf, die anderen Gegner noch auszuprobieren. Und ja, Spielzeit habt ihr gemerkt, ne? Es war jetzt, glaube ich, irgendwie 45 Minuten im Video. Aber man kann das auch schneller spielen, wenn man nicht die ganze Zeit dabei reden muss. Und von daher ist es für ein Solospiel, finde ich, eine klasse Sache. Es ist schnell aufgebaut, schnell gespielt. Und ja, so muss ein Solospiel sein. Schöne Abwechslung, bisschen Push Your Luck dabei. Aber auch mit schönen Rätseln, wie komme ich jetzt möglichst gut aus der Situation raus. Ja, von daher, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr könnt was damit anfangen. Und deutsche Version gibt es leider bisher noch nicht. Mal gucken, ob da dann noch was kommt von Renegade Games. Gibt es, glaube ich, von vielen Spielen auch deutsche Versionen. Von daher hoffe ich, dass das dann auch auf den deutschen Markt irgendwann kommt. Denn ja, ohne Englischkenntnisse wird das schwierig. Dafür ist dann doch ein bisschen viel Text vielleicht drauf. Wobei, ja, also wenn man so selbstgebastelte Zettel mag, wo dann die Fähigkeiten bei den paar, wo es draufsteht, nochmal drauf sind, dann kann man es auch damit spielen. Aber prinzipiell denke ich, ist schon ein bisschen Englisch vonnöten. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder. Das letzte Mal ist, glaube ich, ein halbes Jahr her, seit meinem letzten Video. Ich hoffe, diesmal dauert es dann nicht ganz so lang. Ich habe auch noch ein paar Spiele in der Pipeline, die ich euch gerne zeigen möchte. Und die digitale Spielemesse steht zumindest vor der Tür. Da kommt ja dann auch wieder ein bisschen was rein. Von daher sage ich mal, hoffentlich bis bald und ja, passt auf euch auf. Ciao.